So schnell und so einfach wie möglich sollen Lebensmittellabel zeigen, ob ein Produkt gesund oder ungesund ist. Modelle dazu gibt es viele. Die Organisation Foodwatch hat untersuchen lassen, welche Label von Verbrauchern am besten verstanden werden. Der Gewinner, der sogenannte Nutri-Score, eine Einstufung von A für gesund bis E wie ungesund. Sie sehen auf einen Blick, wie die Nährwertqualität eines Produktes ist. Also der Nutri-Score verrechnet eher günstige mit eher ungünstigen Nährwerten und gibt die Bewertung über die gesamte Nährwertqualität eines Produkts. Foodwatch hatte 1000 Frauen und Männer online befragen lassen. Das Ergebnis ist allerdings nicht repräsentativ, weil die Teilnehmer die Bevölkerung nicht stellvertretend abbilden. Dennoch, so sagen Foodwatch und auch Wissenschaftler, es liegen genügend Daten vor, die zeigen, welches System am besten funktioniert. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, der Nutri-Score ist jetzt in Europa in vielen Ländern evaluiert, ist validiert. Wir sehen speziell auch für Deutschland, dass er wirksam ist, dass die Verbraucher damit besser erkennen können, was gesund und was ungesund ist. Und deshalb aus wissenschaftlicher Sicht ist eigentlich jetzt ein Zeitpunkt gekommen, wo man sagen würde, der kann verwendet werden. Doch das zuständige Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft will erst noch weitere Modelle untersuchen lassen.